Sylt 1, wir zeigen Sylt, ja, und auch das ist Sylt. Wir haben die erste Sturmflut des Jahres. 1,5 Meter über Normal peitscht die Nordsee heute hier an die Westküste in Westerland, wie man vielleicht sehen kann. Der Weststrand, der ist komplett überspült. Hohe Wellen haben wir, richtig kräftige Sturmböen, die vom Meer zu uns rüberkommen. Bis zu 85 Stundenkilometer sind heute schon gemessen worden. Ja, Sturmflut, mal eine kleine Erklärung. Das ist halt, wenn die Nordsee 1,5 Meter über dem mittleren Hochwasser im Endeffekt hier eintrifft. Es gibt natürlich auch noch eine schwere Sturmflut. Davon können wir natürlich ein Lied singen aus den vergangenen Jahren. So schlimm, Gott sei Dank, muss man sagen, ist es heute nicht. Also die Nordsee, die hat sich zwar hier den Strand geholt, aber nachher zum Abend, wenn Niedrigwasser hier wieder eintrifft, dann wird es so sein, dann wird der Strand natürlich auch wieder da sein. Morgen am Donnerstag, da wird sich der Wind übrigens wieder etwas beruhigen. Dann so Windgeschwindigkeiten zwischen 40 und 45 Stundenkilometer. Zum Wochenende, da wird der Wind aber wieder auffrischen mit einigen Böen hier über die Insel wehen. Soweit unser Bericht aus Westerland von der ersten Sturmflut in diesem Jahr.